Comparis. Wer ist das eigentlich? Bei einigen herrscht noch das Bild, hinter Comparis stecken ein paar Computerfreaks in einer Garage. Nicht wenige finden, die seien eine Art Krankenkasse. Manche meinen, es handle sich um eine staatliche Stiftung oder eine Non-Profit-Organisation. Was stimmt? Comparis ist ein privates Unternehmen. Es beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter, die ständig über 1 Million Prämien von Versicherungen, rund 100.000 Telekom-Tarife, ca. 300.000 Produktangebote und Wohnungen sowie mehr als 1.000 Zinssätze von Banken beobachten, auswerten und publizieren. Wie verdient Comparis Geld? Die Vergleiche finanziert Comparis durch das Anzeigen von Werbung, durch den Verkauf von Klicks sowie durch die Nutzungsgebühr für automatisierte Offertprozesse, die Comparis für Anbieter wie Banken, Telekomgesellschaften und Versicherungen unterhält. Im Gegenzug können diese Firmen ihre Ausgaben für Verwaltungsabläufe, Werbung, Außendienstberater, Makler und Callcenter deutlich reduzieren. Für die Nutzer ist Comparis hingegen kostenlos. Eine Ausnahme besteht für die Hypothekenbörse. Hier wird eine Schutzgebühr erhoben, um die Seriosität der Gesuche sicherzustellen. Was ist die Comparis-Vision? Comparis will, dass sich Konsumenten besser entscheiden können, indem sie schneller und einfacher das für sie beste Angebot finden. Hierfür macht Comparis die Angebote in vielen Märkten vergleichbar. Verständlich, dass manche Anbieter an der neuen Preistransparenz nicht immer Freude haben. Aber das spricht letztlich für die Unabhängigkeit von Comparis.